Moin und herzlich willkommen zurück zum Grundsorgen-Vlog. Ich habe heute Besuch hier auf dem Hof von Joris. Wink mal, Joris. Genau. Und ja, Papa hilft mir auch gerade. Wir bringen jetzt noch ein paar Tiere raus aufs Land. Hatten heute noch mal eine Trächtigkeitsuntersuchung noch mal gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Und haben noch mal drei rausgepickt, die wir noch mal besamen müssen. Und ja, hinter mir sieht man da schon Kuhkopf. Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar Mädels. Ich habe ein, zwei gefunden, die muss ich noch mal entwurmen. Ja, und dann bringen wir die auf die Weide. Im Anschluss bringen wir noch mal ein paar Tiere woanders hin und ja, wir nehmen euch mit. Geht los? Oh ja, es funktioniert. Wir haben beim Schneiden gemerkt, dass wir ein bisschen wenig erzählt haben zu diesem Video. Das hole ich jetzt nach. Wir haben jetzt gerade hier ein Tier auf den Anhänger getrieben. Und da muss man mal ein bisschen aufpassen, die Klappe ist nämlich noch ein bisschen glatt, da müssen wir mal ein bisschen was drauf machen, damit die ein bisschen rutschfester wird. Da entwurme ich halt jetzt nochmal ein Tier, das ist so eine Flüssigkeit, die wird über die Haut aufgenommen. Und ja, wer den Hund hat oder so, der kennt ja so ein Entwurmungsmittel, ist im Grundsatz nichts anderes. Ja, da gucken wir nochmal auf dem Getreidefeld, aber nur kurz, denn jetzt geht's los zu Malte und da sind wir auch schon. Moinsen, ich fahre jetzt gerade bei dir auf den Hof. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Ja, Malte war nicht so ganz richtig, denn da wartet jetzt Dennis auf mich. Und der muss erstmal ein kleines Problem für mich lösen, denn mein hydraulischer Oberlenker, habe ich auch gerade erst gekauft, ja, der hängt dann noch so frei rum. Und habe beim Kurvefahren gemerkt, dass der so ein bisschen droht zu verbiegen, weil er da unten so rumbaumelt. Und ja, Dennis. Moin, Dennis! Patenter junger Mann, hat sofort eine Idee, wie wir das gelöst kriegen. Bisschen Strohbart drum getüdelt. Ja, so löst ein Landwirt seine Probleme mit Strohbart. Das ist wirklich so. Das braucht man echt verdammt oft, um irgendwas zu befestigen. Weil es einfach überall rumfliegt und ja, hat man immer schnell zur Hand. Ich glaube, jeder, der ein paar Tage auf dem Hof verbracht hat, hat schon mal Strohbart gebraucht, um sein Leben zu retten. Nein, Quatsch, aber ja, man braucht es halt. Tatsächlich oft. Zum Beispiel um diese Hecken da vorne, die Dennis da jetzt in der Hand hat, zu befestigen. Dafür könnte man auch Strohbart nehmen, wenn man gerade kein Tau zur Hand hat oder es nicht anders geht. Ja, in dem Fall war jetzt ein Tau dran. Gut, genug Gesabbel davon. Jetzt geht's für die Tiere, die dort auf dem Anhänger sind, in die Herde von Malte. Dort sollen die nämlich nochmal belegt werden. Malte hat dort einen Stall, wo er sie halt auch drin befestigen kann, dass wir sie dort besamen können. Das habe ich mir jetzt zunutze gemacht und die Tiere dann quasi bei ihnen in die Pension gegeben. Und jetzt passiert was Spannendes, denn wenn Tiere, die sich... Entschuldigung, oh, mein Hals. Wenn Tiere, die sich nicht kennen... Fahren! Wenn Tiere, die sich nicht kennen... Ich habe nicht auf Fuck gesagt. Egal, weiter geht's. Cheat egal. Also, ich muss das ein bisschen schneller machen. Das Video ist nämlich gleich vorbei. Tiere, die sich nicht kennen, die müssen erstmal ihre Rangstellung neu finden. Und ja, jetzt wird auf jeden Fall erstmal geguckt, wer ist der Stärkere. Im Hintergrund wird sich wahrscheinlich kräftig geprügelt. Und ja, ist ein bisschen Unruhe. Kräftig geprügelt ist ein bisschen übertrieben. Aber ja, sie rangeln halt ein wenig miteinander. Und das gucken wir uns jetzt gerade an. Doch, manchmal ein bisschen Sorge hat, dass was passiert, aber also, bin schon lange dabei, passiert ist noch nie was. Ja. Ist in diesem Fall auch nicht, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt kommt noch eine Abschlusssequenz, die, daran haben wir gedacht. Die geht jetzt los. Das soll es von diesem Video gewesen sein. Die Tiere sind auf dem Land. Die Aufgabe haben wir jetzt erledigt. Wir freuen uns, Joris und ich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin, bis bald. Tschüss. Tschüss.